Hallo. Guten Tag, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Dana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Dana Jones der Abenteurer. Oder euer Captain Mecker, der Justus König, der Abenteurer, der YouTuber aus Würzburg. Und das hier ist mein King Alex bei mir. Den habe ich gerade hier gewaschen. Und ja, habe ich heute geholt aus der Werkstatt. Von einem Kumpel. Also, das nicht von der Werkstatt, sondern Kumpel geholt. Es war eigentlich, das ist ja King Alex BMW. So habe ich ein Fahrzeug, ich gebe alle Namen. Das ist halt King Alex BMW. Und ja, das ist ein BMW der 3er-Reihe X-Drive. X-Allradantrieb und hat M-Paket, Sportpaket und Facelift. Facelift ist halt nächste Generation, sowas ungefähr. Ja, und zweiter Turbo-Diesel, 190 PS, Allrad, Euronorm E5. Das ist Abgaswerte. Ja, zu der Turbo-Diesel-Maschine. 2000 Baujahr, 2010 Baujahr, also 11 Jahre, 13 Jahre alt, circa 12, 13. Hat 290.000 km auf der Uhr. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, und es hat auch alle Gitarrenlieder. Und Sportpaket, klar. Und ja. Und der war ölservicefällig. Und bei Ölservice, weil er einen Kumpel machen, hat er festgestellt, dass der Öl ausgelaufen ist und alles feucht war. Also heißt das dann, und dann hat er gesagt, das ist die Silikonkopfdichtung und dann ist wahrscheinlich auch, dass die Injektoren noch machen, oben sind. Okay, er hat das gemacht und hat festgestellt, dass dann auch die Kette locker ist. Also, das hat auch eine Kette, alle BMW-Kette. Bei mir ist es schon bei 170.000 kaputt und der bei 290.000 km. Das ist die erste Kette, er hat zwei Ketten. Beim Eche-Fahrzeug der Steuerkette müssen wir einfach nur was von der 3.5 machen oder muss rausheben. Bei dem muss das Motor ganz raus tun. Bei der 2 Steuerketten. Also, das ist eine kompliziertige Arbeit. Und da war noch ein anderer Teil kaputt. Da waren, ja, Kupplungszylinder ist aufgefallen. Der Kupplungsgeberzylinder ist kaputt gewesen. Was war noch? Injektoren. Irgend so ein Kühlwasserbehälter. Ein Schlauch von Turbolader. Mein Kumpel hat gemeint, der Turbolader müsste auch neu gemacht worden sein, von mir vorhin gesagt habe, ziemlich neu aus. Jedenfalls hat er das alles gemacht und hat auch vom Beifahrer die Tür, der Griff, und sich schon abgelöst hat. Ja, auch schon bei den Hundeingebissen da gewechselt. Dann hat er auch das Hinterteil gewechselt. Beim Auf- und Zumachen vom Kofferraum. Und ja. Und so weiter. Und das kann er sehen in Bildern und Videos, wo ich mit gemacht habe. Also da muss das ganze Motor, alles aus der Legen, Achse, sind da Bilder wieder gemacht, das kann er sehen. Muss so viel Arbeit sein. Also alles wurde restauriert, kann man sagen. Muss der ganze Motor hier raus und die Steiger da hinten, die war schon fast locker, kann er sehen. Den darf vielleicht euch 30.000 km auskalt und dann wird sie übersprungen und dann in den Bohrerschrank hat. Ja, also musst du dann da alles raus tun. Und jetzt ist alles okay, ist alles fertig und passt. Gut gemacht. Das ist schon mal gut. Keilriemen bekommen. Ich habe jetzt hier unten rumgestellt, weil sonst ganz halt geregnet hätte. Da ist der Motor, also dieser Keilriemen ist auch neu. Ja, und jetzt kommt der Keilriemen hier rein. Noch eine Profahrt. Schauen wir, wie es testet. Gut. So ist alles fertig.
Ja, das ist nicht aus. So, Leute, das sag ich einfach. So, alles gemacht, einfach Kumpel. Das gemacht hat der Gabriel. Das ist der Autodoktor von Unterfranken. Er ist dann mit Gabriel und der Martin. Die haben mir geholfen. Das Auto wurde gekauft. Habe ich jetzt 2020 April vor Ostern. Von Martin Auerbiete, Rassacker Daunerden, Rassacker neben der Edeka. Das große Auto. Es wurde komplett restauriert. Ihr könnt alle Bilder sehen. Und ja, es ist gut gemacht. Es ist wie neu. Das kann, klar könnte man jetzt ein anderes Auto kaufen, verkaufen und ein anderes Auto kaufen, aber du weißt nicht, was du da drin steckst. Und wenn du das Auto verkaufst, wie viele waren da drin? Und der andere merkt es, kann das sagen, hey, du bist schuld, du hast das Auto so verkauft mit dieser Verschleißteile, du musst dafür gerade stehen als Privat. Und wenn der einen Rechtsanwalt hat, kriegst du dann dafür gerecht und er verliert dann. Jo, deswegen ist es privat verkaufen. Also das ist ein Auto, wenn du es privat verkaufst, darf keinen Verschleißteil haben. Wenn die Verschleißteile drin sind, weil ich weiß, auch wenn er schon geprüft hat und der andere findet es raus und muss man dafür haften oder Geld bekommen. Geht dann vor Gericht, wenn der andere Schutz hat. Gut. Ja. Und da haben wir alles gemacht, das ist alles wie neu, das dritte Motor, kann man sagen. So. Mein Opa hat gesagt, ein Auto ist für Spartus mit diesem Loch. Ja. Also hat alles gemacht. Und heute hat man E-Autos teuer, um da die Kondukspreis zu finden, 3x3, ein bisschen Ausstattung, ist eh schwer. So ein Ding, ein neues Modell, kostet unter 90.000. Neues Modell davon, 90.000. So. Gucken wir uns mal genauer an den Teil noch, was er noch gemacht hat. Also ich habe hier, ich muss die Tür aufmachen. So. Also hier sind wir selber schon. Der Check. Wir haben es zurückgesetzt. Ölservice hat auch mitgemacht. Hat auch gemacht. Das ist erneuert worden. Hier, das war das alte. Und das war von hinten. Vom Kofferraum. Genau, ist das, was wir machen. Das ist schon wieder. Hat sich ja verriegelt. Müssen wir öffnen. Extra. Oh, das ist das Teil hier. Das haben wir neu gemacht. Neues drauf. Ja. Das Teil war das hier. Ja. So. Und somit ist alles okay. Jetzt könnt ihr. So.
könnte die Bilder gut erkennen. So ist es gemacht worden. So gut, ich habe jetzt den Martin. Danke schön, da auch ein Dank. Übernaut. So, mein Kofferraum. Wer das jetzt gewechselt, das verschlissen ist. Und das hier hat auch gemacht. Ja, war verwurzelt. Hat auch wieder meinen Hund da gebissen, hatte. Das Türfangband ist auch schon abgenutzt hier. Hat gemacht. Hoffen wir mal, hat es gemacht. Da habe ich schon da. Und das andere hat auch noch gemacht. Da ist der Schlüssel. Was ist auszeichnet. Service. Hat jetzt gemacht. Na? Check. Service-Info. Öl. Gut. Und schau mal, wie locker der Hintern ist. Schau. 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 Und das darf nicht so sein. Der Bissen muss er sich, darf er sich bewegen, weißt du? Aber der darf halt nicht so. Und schau mal die Zähne hier, wie zwischen den Skate bewegt sich. Schau mal. Ja. Siehst du? Ja. Die muss nicht mal fest sein. Ja. Danach ist er wieder ein neuer Motor, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Aber sonst ist doch alles okay, gell? Ja, ja. Ich komm gleich. Guck's noch genau. Komm gleich. Schau's noch mal. Warte noch kurz. Das ist. Schau mal, Zahnräder auch. Das Zahnräder. Ist ganz wichtig, weißt du? Ich weiß, bei meinem Quad musst du auch die Zahnräder. Ja, natürlich. Musst du die Kette wechseln und die Zahnräder. Genau, weil wenn du nur den Kette machst, dann. Dann ist nicht gut. Ja. Schau mal, bei dir, bei dem alten Steuerkette bewegt sich immer den Kette dazwischen. Ja. Schau mal, der wie fest der ist. Schau, ja. Das bewegt, der hat keinen Platz. Schau, ja. Siehst du? Ja. Und bei dir ist ausgeleiert, der wackelt so. Ja. Schau mal, der bewegt sich nicht. Siehst du? Ja. Wie beim Quad. Ja. Schau mal, neue Kette. Das sind zwei, neue gell? Neue Spanner. Ja, zwei. Der untere mache ich auch gleich neu mit. Wo ist der untere? Da musst du Ölwanne runter, musst du Motor zerlegen, von hinten komplett alles aufmachen. Also ist auch noch so ein, der hat die Kette war früher bei allen Autos ein bisschen stärker gewesen. Nein, bei dem nichts mehr. Die alten Autos. Schau mal, das ist original Steuerkette von Jevis. Ja. Das ist der Spanner, der Spann des Steuerkette. Ja, ne, der Spanner ist der. Achso. Das sind so Gleisschienen. Gleitschiene. Genau, und das ist der Spanner. Das ist der obere Spanner und das ist der untere Spanner. Ja. Weil in einem YouTube-Video hat einmal erklärt, hat das Auto gemacht, hat dann gleich so eine Spanner alle kaputt. Nein, das ist doch die Gleisschiene. Die Gleisschienen sind aus Kunststoff
Und der Kette macht so Kanäle drin, weißt du? Und deswegen leiert es sich. Ja. Verstehst du? Weißt du? Jetzt machst du neue Spanner rein und dann ist alles tip-top. Und oben neue, wie heißt das nochmal? Ventildeckeldichtung, Steuerkette, Zahnräder, alles. Ja. Dann ist es wieder ein neues Auto. Genau. Läuft. Aber ich meine, die Steuerkette früher bei den alten Autos, 90er Jahre von BMW war noch ein bisschen stärker. Ja, natürlich. Der Motor ist weg. Wurde geklaut? Da ist der Motor. Der Motorraum leer. Da ist das Getriebe. Das sind die anderen Teile. Ja, das ist so. Das ist so. Und da ist immer das Motor. Das Platsche sitzt hier. Ist der egal? Oh nein. Ist der egal? Papa ist beim einen. Da hängt der Motor. Das Herz. Das Herz vom Auto hängt da. Das ist der Platz, der immer noch recht. Und wo ist jetzt die Kette? Kannst du sagen, erklären, wo die Kette ist? Siehst du denn nicht, oder? Das ist die Kette, die erste Kette und die zweite Kette, wo du gesagt hast. Der steckt doch drin. Noch eine Kette? Ja. Und wie verläuft die so? Zickzack, haben sie mal gezeigt. Ja, zickzack läuft sie. Also da oben... Zickzack Barcelona. Also zwei Ketten haben wir, oben eine und unten welchen Allrad. Ja. Ne, wegen nichts. Die haben alle Motoren zwei Steuerkette. Achso, zwei. Okay, also. Mit dem Allrad nichts zu tun. Ah, die locken mal. Du bist ja ein Chemie. Ich bin der Auspuff. Oh, Scheiße. Davon nur ich. Ja, und die Telefon. Was hast du da für blaue Füße? Hä? Oh, er ist schon fast fertig. Oh, da ist der Turbo, muss es sein. Boran Stella Rossa, MC Bess, BMW Song with Beat 'em Up und Renegade. Yeah, motherfuck Bullshit, yeah, wow. In der Stadt cruisen im BMW, in der Hosentasche dickes Portemonnaie. Die Miezen schauen mich an, what the fuck? Hier in der City bin ich crazy duck. Die Frauen wollen mitfahren, geht aber nicht. Ich bin nicht arrogant, ich mach nur mein Ding. Ich bin auch kein Taxi, Freak oder Junkie. Ich bin einfach ich, ob's dir passt oder nicht. Ich fahr in voller Stadt und Leder, Bass mit Verstärker, du darfst nicht reden. Ich fand BMW. Ich fahr in voller Stadt und Leder, Bass mit Verstärker, du darfst nicht reden. Ich fand BMW. La Martina Hemd und ne DNG-Uhr. Mit meinem Baby eine kleine Spritztour. 200 PS hat der Wagen, ja. Auf der Autobahn 200 km/h. Ich hab keine Zeit, ich bin Businessman. Ich bin ein Hero, so wie Superman. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Komm zu mir heute Nacht und wir gehen fort. Ich fahr in voller Stadt und Leder. Was mit Verstärker? Du darfst nicht reden, du. Ich fand BMW. Ich fahre in voller Stadt und Leder, Bass mit Verstärker, ich fahre von BMW. Medelko ruft mich an, er braucht den Stoff. Meint er jetzt das Zeug oder den Smirnoff?
Braucht er das Zeug, ist er bei mir richtig, denn er weiß, das Gesetz ist mir nicht wichtig. Ich sitz da hinten mit einer Zigarre, überleg's dir gut, denn ich hab ne Knarre. Mein Fahrrad, der fährt mich von A nach B, es geht ziemlich schnell mit dem BMW. Ich fahre in Vollausstattung Leder, Bass mit Verstärker, du da. Motor starten. Keine Ahnung. Muss, er hat eigentlich schon gemacht den ganzen Service. Muss deine Morgen nochmal einstellen. Ach, keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. So. Da ist ein Blitzer, also ich habe das Auto jetzt gerade erkult. Ja, du bist halt noch ein Service noch eintragen, was gemacht hat. Hat das so vergessen noch. Jetzt vorsichtig fahren. So, Probefahrt. Ja, das haben wir viel sagen. Fällt mir noch nichts ein. Oh ja, das Auto ist cool, ich bin echt zufrieden. Ne? Du bist jetzt langsam einfahren. Boah, es ist so viel gemacht worden. Steuerkette, Ventile. Alter. Kupplungszylindergeber. Neue Bremsen.
Servicecontainer komplett gemacht. Ah, ist aber ein Westheim. Ja, Lindbach. Lindbach sind wir. Momentan gibt es wenig zu meckern. Blauer Himmel, harmlose Wolken und Sonnenschein. Nach wie vor allerdings schneidiger Wind, der uns die 7 Grad Höchsttemperaturen deutlich kühler vorkommen lässt. Und deutlich kühler wird es dann heute Nacht werden. Tiefstemperaturen zwischen 0 und minus 3 Grad. Da sind letzte Schneeschauer unterwegs. Artlich gibt es jetzt noch ein bisschen Graupel oder auch mal ein bisschen Regen. Ist aber wirklich eher kleinflächig und für kurze Zeit. Morgen dann eine Mischung aus Sonne und harmlosen Wolken. Am Mittwoch kommt spessert eher wieder kompakte Wolken und vielleicht ein bisschen Regen. Ab der Wochenmitte geht es mit den Temperaturen aber wieder deutlich bergauf. Einen guten Tag wünscht euch FX Sports in Höchberg. Direkt an der B8 und neu jetzt auch in der Posthalle in Würzburg. FX Sports, we make your Fahrrad great again. Stauschau. 4 nach 4 ist es. Hallo Autofahrer. Vorsicht auf dem Würzburger Stadtring, auch heute aufgrund der Fahrbahnverengung. Zeitverlust von 5 bis 7 Minuten dort in beide Fahrtrichtungen. Wir wünschen gute und sichere Fahrt. Und geblitzt wird in der Frankfurter Straße stadtauswärts. Radio Gong. Live aus Würzburg. Mit Johannes Keller. Hier bist du zu Hause. Ja, fahren wir einfach hier so rum, das Auto fährt sich gut. Was soll man sagen? Ach, auf Wiedersehen im Landkreis Würzburg. Herzlich willkommen im Landkreis Kitzingen. Oh. Das sieht man rechts in Schwamberg. Das ist 7,5 Grad. Ist gerade so warm. Also ich bin auf Kiane Frühjahrsfeuchtfest gewesen jetzt beim Mal und wurde jedes Mal erkannt. Cool. Wollen wir mal Fotos machen. Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch sogar noch ein Video machen. Also da könnt ihr auch Bildschirmfoto von machen von unserem Gruppenbild. Mit den Fans. Wisst ihr mal, wie es ist? Man muss sich erst wieder an das Auto gewöhnen. Vor allem ist man Golf gefahren, das ist der BMW. Das ist ja auch ganz Unterschied. Wir haben ein Sportfahrwerk. Ah, ja. Und am Samstag ist ja 1. April. Da ist das große Opel-Manta-Treffen. Zum Film Manta-Manta. Zwei Tage. Man ist auch da beim Cinewald. Mein Fanpark, Erlebniskino da am Parkplatz. Und die haben mir auch geschrieben, dass sie einen echten Manta erholen ist oder Filmauto. Erinnert das Original-Filmauto oder das Replika nachbauen? Das weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls bin ich, das ist ja nur ab 14 Uhr. Ich gehe jetzt hin, aber ich bin schon vor da. Da kann ich auch die Mantas filmen, bis sie reinfahren zum Treffen. 13.30 Uhr. Mit Samstag war bei Meister nicht. Sieht. Keine Ahnung. Und ja, ich werde mal gefragt, wo warst du, weil du jeden Tag irgendwo anders bist unterwegs. Nee, bin ich nicht. Nur ist das so, ich kann nicht die Videos immer an den Tag hochladen, wo ich sie gemacht habe. Ich brauche erstmal Zeit zu bearbeiten. Und gedreht sind sie schnell, aber ich muss sie bearbeiten, hochladen. Und es geht immer eins nach dem anderen. Meistens dauert das Hochladen lang. Und wegen Speicher kann ich mir nur eins nach dem anderen hochladen. Immer nach der Reihe. Wie ist das noch?
zum Beispiel, gestern war ich nicht unterwegs, nicht fort bei so einem Mistwetter. Dann hatte ich kein Auto. Und deswegen war ich zu Hause und habe einfach diese Videos von Samstag hochgeladen. Und Samstag ist ja mein Onkel zu mir. Also am Samstag ist ja der Kumpel Freddy Krüger hier in Graz. Hat er mich am früh geschrieben, aber ich Zeit habe, gesagt, ja, okay. Ich sage, ich muss mich abholen, ich habe kein Auto. Da hat er mich abgeholt. Ist er zu mir gekommen. Dann sind wir ein bisschen geblieben, haben wir gequatscht. Und dann hat er gemeint, er hat einen Bock mit mir jetzt nach Windenberg zu fahren. Also okay, dann fahren wir nach Windenberg gefahren und dann hat es angefangen zu regnen. Er hat gesagt, jetzt hat er auch keinen Bock mehr, es wird schwer dunkel. Okay, ich habe gesagt, dann gehen wir halt, weil wir wollen das im Kaufland gehen, in Nettheim. Wir waren auf Kaufland in Nettheim, weil wir nach was in Nettheim ein paar was gegessen. Und er hat gesagt, jetzt will er dann Lust dann auf den Mainfahrt auf diesen Frühjahrsfeuerwerk Witzburg zu gehen. Da habe ich keine Ahnung, ob wir es schaffen. Dann hat er versucht, es ihm mal. Ob es an ist oder aus ist, so wurscht, dann will er durchlaufen. Okay, ich sage, okay. Er ist der Fahrer, sein Auto. Ich bin dabei, habe ich gesagt, egal, er muss entscheiden. Und dann waren wir halt so, glaube ich, 23 Uhr, halt kurz so knapp halt wieder mal. Kurz zum Schluss wieder dort. Weil ich hatte kein Auto, und war so ein Regenwetter. Vielleicht bestimmt in Roller nicht zum Frühjahrsvolksfest. Und dann fängt es an zu regnen an, dann werde ich krank. Das will ich ja nicht. Ich bin dann am Samstag nur in ein Stück gefahren, wo es kurz mal trocken war und nicht weit. Da habe ich auf den Radar geguckt, aber sonst, ja. Ja, und hier muss halt noch eine Uhr einstellen und Zeichen des Autos, dass Wartung gemacht worden ist. Oh, er hat schon 92.000 Kilometer auf der Uhr. Ich kann euch eins sagen, BMW-Teile sind echt teuer. Und das ist jetzt die Probefahrt und die ist echt gut. Ich lasse euch nur teilhaben. Mehr auch nicht. Und habt ihr Bilder gesehen? Das Auto war komplett Motor draußen. Arbeit. Ja, ich bin schon gespannt auf Mandamanda-Film. Und dabei ist die Barbara Schwarz, ist nur Cousine, keine, ja. Ich bin immer noch der Single-Mann. Ist das. Der Abend aber. Ja, Dienstag, Mittwoch, ich darf gerne gehen. Ach, Frühjahrsfest in Würzburg. Ich meine, mittags nach der Arbeit. Wie, kommt auf Wetter drauf an. Bei Regen brauchen wir gar nicht hinzugehen. Mit dem Kumpel. Wer Zeit hat. Ich habe gestern gesehen, die Weltpremiere. Also, ich war nicht dort. Aber ich habe gesehen, da waren viele Mandas-Torten alles. Natürlich Schweiger und alles. Ja, einfach klasse, Manta Manta, toller Teil. Sieht sehr interessant aus. Da muss ich rein in den Film. Und jetzt sind wir Kitzingen. Wenn wir gerade hier durchgefahren sind, von diesem Ortsschild Kitzingen wurde auch schon geklaut mal. Ja, in Kitzingen-Region wird viele Ortsschilder geklaut. Das Kitzi-Ortsschild wurde hier schon zweimal geklaut. Einmal hier und einmal woanders in Kitzingen. Pofen auch, Volker auch. Geibach auch, oder? Ja. Und da kommt die Ampel.
müssen wir quasi auch wieder TÜV machen. Das Auto wird auch in Ende des Jahres TÜV fällig. So. Vorsicht fahren, alles ist da neu, Steuerkette und bla 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 und bla bla bla. So viel. So. Sehen wahrscheinlich. So. Jetzt haben wir jetzt hier rüber. Wenig bis gar nichts ging. Das große Chaos ist aber ausgeblieben, habt ihr auch bei uns in den Gong News schon gehört. Das war jetzt die gute Nachricht, jetzt kommt die andere. Morgen streiken dann die Würzburger Stadtbusse. Nur die Linie 7, 12, 24, 25 und 35 fahren morgen nach dem regulären Fahrplan. Aber auch da wieder eine Einschränkung, die Buslinien in die Landkreise und in den Landkreisen, die fahren morgen wieder nach dem normalen Fahrplan und ohne Einschränkungen und auch die Strabas werden morgen alle Voraussicht nach wieder ganz regulär fahren. Nichtsdestotrotz, andere Mobilitätsanbieter haben natürlich aus dem Streik heute Kapital geschlagen, also der E-Scooter-Anbieter Zeus zum Beispiel, der hat heute einen Streikpass an den Start gebracht, eine Art Flatrate-Pass für seine E-Scooter für 9,99 Euro. Ja, und auch andere Mobilitätsunternehmen haben Angebote für Menschen, die nicht wissen, wie sie ohne Öffis von A nach B kommen sollen. Ja, wie zum Beispiel die Autohausgruppe Spindler. Laura Endres. Deshalb haben wir in unseren Spindlerbetrieben in Würzburg, Kitzingen und Kreuzwertheim alle verfügbaren Ersatzfahrzeuge für euch bereitgestellt. Egal ob VW, Audi, Skoda, Seat oder Cupra, unsere Ersatzfahrzeuge könnt ihr schon ab 39 Euro pro Tag mieten. Seid ihr auch nicht mehr gut zu Fuß oder könnt selbst nicht mehr fahren, bringen wir euch gerne mit dem Spindler-Hilfs-Shuttle zum Beispiel zu eurem Würzburger Supermarkt und wieder zurück. Na, das ist doch ein tolles Angebot. Und ganz egal, ob mit dem eigenen Auto, mit dem Leasingfahrzeug, mit dem E-Scooter, mit dem Fahrrad oder doch zu Fuß, kommt gut in den Feierabend. Also das Auto hat echt gut gemacht, es wird gut repariert. Ja. Ich kann nur noch Tanker sagen, die allen mir geholfen haben. Aber mein Kumpel Gabriel und Martin, dass sie es gemacht haben. Und seine Kumpelfreunde. Und alle anderen wünsche ich ihnen noch einen schönen Tag. Und danke fürs Zuschauen einschalten. Fernsehen Sie bald wieder. Machen Sie es gut. Das ist over and out. Game over. Goodbye to you. Und so weiter. Wie machen Sie die Kamera aus? So Leute, ihr fragt bestimmt, wie ich mir das alles leisten kann. Ganz einfach. Ich habe gespart. Für mein Erspartes. Also für mein gegen alles Reparatur geht halt ganze Urlaubsgeld drauf. Das ich gespart habe. Das Urlaubsgeld. Geht halt drauf dafür. Aber dafür habe ich ein Schwätzauto. Ja, für mich ist das von King Alex BMW, der Baby. Für Berti, also für Til Schweiger als Berti von Manta Manta Film 1 und Manta Manta 2. Film. Ist das, wie ist sein Manta? Ist das mein Manta? Nur ohne Fuchsschwanz. Ach, man kann einen Fuchsschwanz kaufen. Kann das jetzt wieder ertrennt. Jetzt kommen die großen Manda-Treffen wieder. Sind da cool. Welchen Manda-Manda 2. Teil? Da bin ich gespannt. Also ich gehe auf Manda-Manda-Treffen nach Cineworld, mein Freundpark. Das ist an diesem Samstag, 1. April, ist ab 14 Uhr. Und das soll angeblich am 15 Uhr
soll noch ein paar Filme laufen von Manta. Erster Film und dann zweiter Film. Und da soll noch dann der Film Auto da sein von Manta. Ob echt oder Replika, weiß ich nicht, aber es wird bestimmt cool. Ich gehe da hin. Bin da. Schon vor es beginnt, vor 14 Uhr. Da kann ich schön die Mantas Filme ein bisschen reinfahren. Justus oben auch. Also, wie gesagt, ich habe alles geleistet. Man gespart das, hat gespart das Urlaubsgeld, gehört alles drauf. Aber ich habe nur bezahlt Materialkosten. Die sind zwar teuer von BMW, die Teile. Und mein Kumpel hat es einfach repariert. Eine Wand, wäscht die andere Hand. So geht's halt. Wenn man gute Kumpels hat, war ich mit Berti, also für den Schweiger, als der Wanderfahrer Berti, hat er sein Kumpel zu Auto repariert. Ich habe meinen Kumpel. Der Gabriel. Und der konnte es genauso gut. Mein Baby. Ja. Dafür habe ich gerne ein gespartes Golfboard. Auto wird gepflegt und gehegt. Ein Auto, so mal wie eine Frau behandeln, das eine Freundin. Naja, ich habe keine, aber egal. Gepflegt. Just ist overnaut.